Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute eine Runde StarCraft 2 Heart of the Swarm spielen. Beziehungsweise ich will spielen und ihr wollt vielleicht zugucken. Ich hatte mir überlegt, ich fange heute mit einer kleinen Runde Akkorde an. Weil ich in StarCraft ein ziemlicher Noob bin, muss ich sagen. Ich das Spiel dennoch aber gern spiele und zu Anfang aber gerne was zeigen möchte, was ich doch relativ gut kann. Und ihr so nicht denkt, dass ich der absolute Vollnoob vor dem Herrn bin, was ich aber eigentlich bin. Also, ohne lange weiter zu quatschen, denke ich mir, fangen wir jetzt einfach an. Mit einer netten Runde Akkorde. So, ja, Starjeweled. Es ist unter den Lesezeichen. Warum wohl? Weil ich es feiere. Es ist super simpel und es macht aber unglaublich viel Spaß. Wir wollen ein Spiel erstellen. Ja. Lädt herunter. Warten und warten. Mama. Jetzt funktioniert was. Jetzt lädt's. Mal gucken. Betrete Lobby. Okay. So. Ich bin der Host. Ja. Ich will 2 gegen 2. Privatsphäre normal. Ich möchte euch erstmal ein Spiel zeigen, wo ich allein bin, weil ich glaube, Starjeweled hat man schon vor längerer Zeit keinen Online-Gegner mehr gefunden und deswegen muss ich leider auf die KI zurückgreifen. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich will gegen einen spielen und gegen einen mittleren zu anfangen. Okay, dann starten wir das Spiel. So, ihr werdet gleich sehen, was Sinn des Spiels ist. Starjeweled. Ja, Bejeweled. Einfach versuchen, eine Kombination von mindestens drei Symbolen zusammenzubekommen und so halt Punkte zu bekommen. Und mit diesen Credits kann man dann Einheiten kaufen aus StarCraft, die man halt kennt, wie, was haben wir zum Beispiel für welche? Mutas zum Beispiel, Hydras oder immer wenn man halt eine Kombination macht. Ja, ich zeige euch das dann. Also man macht Starten. jetzt mehrere zusammen halt. Das Gut ist ganz schön gemacht. laut. Gut gemacht. Fantastisch. Okay, und Moment, das müssen wir hier mal im Menü. Wir müssen mal ein bisschen Sound leiser machen, weil das geht so gar nicht. Es ist wirklich ein bisschen übertrieben laut. Gesamtlautstärke fahren wir einfach ein bisschen nach unten. Okay, dann spielen wir weiter. So funktioniert das doch schon viel besser. Also die Kombination ist einfach mal immer drei zusammen, wie das wahrscheinlich jeder von euch kennen wird. Und durch Tastendruck oder hier unten kann man sich dann bestimmte Einheiten. Ich will jetzt hier einen Mutar, noch einen Mutar. So, und dann will ich noch einen Ghost. So. Baue ich, fertig. Gut gemacht. Immer wenn ich, ihr seht das hier unten, Fantastisch. hier kommen aus meiner Base halt immer Einheiten raus, immer wenn ich eine Kombination erledige. So, immer schön nach der Reihe. Ja. Immer weiter. Dann könnt ihr hier weiter gucken. Ja, kämpfen die gerade. Wir brauchen mehr Mutas. Mutas ist ein E, dann drücken wir mal E, so oft wie es geht. So, und dann bauen wir jetzt einfach knallhart. Immer Mutas, funktioniert meistens Gut ziemlich gemacht. gut. Und einfach möglichst Gut schnell ganz gemacht. viele Kombinationen zusammenhauen, möglichst fix, damit wir halt weitere Einheiten rauspowern. Und Gut halt gemacht. immer, wenn halt eine Kombination erledigt wird, kommt halt ein Marine. Und umso mehr da sind, da geht es schon relativ gut ab. Also da ist echt kein Kraut gegengewachsen. So. Problem ist es dann, wenn man dann irgendwann anfängt, nichts mehr zu sehen, weil man einfach viel zu aufgeregt ist,
schnell, man muss nachdenken, welche Einheiten man braucht, welche Tastenkombination das nochmal ist. Man kann auch dann hier unten so einen Sturm hier auswählen. So. Und damit halt, hoppala, möglichst viele Einheiten zerstören einfach. Ja. Was gibt es zu dem Spiel eigentlich noch zu sagen? Eigentlich ist es relativ einfach. Es macht unglaublich viel Spaß. Hier oben kann man sehen, wie weit ich vorgedrungen bin. Und hier kann man halt sehen, ob der Gegner schon was bei mir zerstört hat. Ja, einfach weiter Einheiten powern. Natürlich ist es besser, wenn man sich auf beides konzentriert. Also auf das Spiel, was man hier hat. Und halt auf seine Einheiten, die man halt bauen muss. Um halt einfach zu gucken, welche Einheit ist jetzt am effektivsten gegen was der Gegner halt, also die KI gerade gebaut hat. Gut gemacht. Ja. Ja, super. Langsam wird es knappi hier. Das ist ein bisschen nebenbei das Labern. Ja, ich habe auch schon ewig nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Oh Gott. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus für mich diesmal. Leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt einfach ein bisschen knallhart durchpowern. Mal ein paar Einheiten. Upala. Ja, was noch ganz cool ist, immer wenn ihr halt verschiedene Kombinationen macht, kommen natürlich umso mehr Marines, das ist klar. Cool ist, wenn man 6 Kombinationen hat, dann kommt für den Schwarm. Und das ist halt wirklich würzer Ansporn, wenn das mal kommt. Und das versucht man natürlich immer wieder zu erreichen. Ja. Natürlich ist es ziemlich gut, wenn man die Tastenkombination für die Einheiten kennt, weil sich dann noch zu gucken, welche Einheit brauche ich denn jetzt. Man kann natürlich auch random einfach auf die 8 verschiedenen Tasten hauen, die unten natürlich mit noch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Man kann natürlich bei dem Spiel einen übermäßigen Puls bekommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil irgendwann schnelle Einheiten, wenn man kurz vorm Sterben ist, man kann das noch drehen. Also das Spiel ist nicht entschieden, sobald man an der Base des anderen angekommen ist. Ihr seht das ja hier gerade, was hier gerade passiert. Das sollte nicht sein. Es ist einfach ziemlich viele Einheiten auf eure Basis zu rennen. Das ist natürlich richtig schlecht, ja. Einfach versuchen, weiter klar nachzudenken, Einheiten zu pumpen. Hoppala. So. Mehr, immer mehr. Mehr Einheiten. Man kann auch immer, wenn man halt nichts mehr sieht, sag ich mal, auf dem Spielfeld, dann einfach nochmal klar nachdenken. So, was läuft jetzt? Was kann ich hier für verschiedene Kombinationen anwählen? Ja, ist einfach, ist klar, ist ein relativ easy Game. Erfordert nicht so viel Können, ehrlich gesagt. Ja. Kritischer wird es dann, wenn es halt immer höhere Schwierigkeit ist. Ja, weil da muss man echt gegen sehr schwer ist es dann schon wirklich knallhart. Also, da kann das Spiel auch gerne mal eine halbe Stunde gehen und den längeren Atem, wenn man den nicht beweist, wird den natürlich der Computer haben. So, jetzt weiß ich nichts mehr. Jetzt brauche ich ein neues Spielfeld. Möglichst fix. So, das kostet natürlich richtig viel Zeit. Das kostet hammer viel Zeit, das zu machen. Allerdings bringt es mir ja nichts, wenn ich nichts mehr sehe, dann brauche ich nicht weiter anzufangen. Oh, jetzt kriegt meine Base richtig Schaden. Oh, oh. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh Gott. Mehr Einheiten. Gut gemacht. Einmal fest auf die Tastatur verschiedene Finger bewegen und dann. Gut gemacht, gemacht. Fantastisch. Man kann natürlich auch mit den Fähigkeiten, die man unten hat, irgendwelche. Man kann Gesundheit auswählen oder halt einen Sturm. Und manche von den Sachen, die sind halt wirklich richtig effektiv, wenn man dann
einen Hetzer da stehen hat. Also, es geht ganz schön ab. Ein Hetzer, was laber ich denn? Ein Ultralisk. Ja, das geht ab, auf jeden Fall. Jetzt kriegt er aber Schaden. Jetzt kriegt er Schaden, die kleine Hure. Ah, oder doch nicht? Ja, jetzt läuft's nicht. Jetzt läuft's nicht, Leute. Gut gemacht. Wäre natürlich auch richtig blöd, wenn ich euch jetzt einfach nur das Spiel zeigen würde, wenn einfach nach 5 Minuten wieder Schluss ist. Aber irgendwann muss es natürlich auch mal vorbei sein. Denn. Gut gemacht. Warte, natürlich, das Spiel wird natürlich relativ fix langweilig für euch. Für mich natürlich nicht, aber ist natürlich blöd, wenn man vom Bildschirm sitzt. Ey, hier, Alte, da ist noch was, gucke da. Wieso hast du das nicht angeklickt? Ja, das ist natürlich aufregend alles, ne? Immer fixer, hier, hopp, hopp. Und los. Nicht genügend Energie. Also irgendwann, wenn man dann die ganze Zeit auf die Tasten haut, obwohl man keine Energie hat, nervt das dann schon ganz schön, wenn man dann hört, nicht genügend Energie, nicht genügend Energie, Mami. Das ist, ja, durchaus nicht so genial. Aber, ja, jetzt werden wir ihn platt machen. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt ist es gleich vorbei. Ihr seht es hier oben. Und ihr seht doch die Base, hier ist nicht mehr viel los mit ihm. Hat zum Beispiel keine Abwehr mehr, keine Türme. Da läuft's nicht. Bei ihm, da läuft's nicht. Gut gemacht. Und natürlich muss man das Tempo jetzt weiter durchpowern, denn sonst ist es schnell wieder umgedreht und schwuppdiwupp ist meine Basis wieder am Zerstören. Beziehungsweise am Zerstört werden. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Hoppla hopp, weiter, weiter, immer weiter. Hoppala. Und oh, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt ist es gleich vorbei. Ja. Seht ihr? Es hat ihn zerstört. Yeah. Ja, hier könnt ihr sehen. Natürlich keine Kristalle entfernt, weil es ist natürlich nur der Computer gewesen. Aber da habe ich doch mehr Energie produziert als er. Ich meine, er hat es wahrscheinlich besser angewandt, sonst wäre er schon viel früher drauf gegangen. Ja, 59 Einheiten gegen 52, das war relativ knapp, muss ich schon mal sagen. Ja. So. Ja, keine Erfahrung habe ich jetzt dafür bekommen, aber okay. Ja, das war mit die erste Folge von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Star Jewel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich beim nächsten Mal wahrscheinlich voll am Abnoben bin. Also bis dahin. Tschüss.